Der ASM hat sich überlegt, einen Komponistenwettbewerb ins Leben zu rufen, um junge Talente die Möglichkeit geben, sich kompositorisch zu verwirklichen. Wir haben einfach festgestellt, dass es viele junge Komponisten gibt, die aber oft keine Plattform finden, um einen Schritt in die Öffentlichkeit zu gehen. Und deswegen haben wir diesen Komponistenwettbewerb ins Leben gerufen, um jungen Menschen die Varianz zu geben, sich einmal zu zeigen und auch ein Stück zu komponieren. Das Stück darf bislang noch nicht veröffentlicht sein. Also es soll ein ganz neues Stück entstehen und die Stilrichtung soll nicht vorgegeben sein. Ziel wäre dann am Ende, dass man ein Werk kreiert, das für jedes Laienorchester spielbar sein sollte, also ungefähr zwischen Mittel- und Oberstufe, Grad 3,5. Sollte ungefähr auch so 7 bis 10 Minuten dauern und in der typischen Blasorchesterbesetzung. Also ich würde den ASM in der Musikszene prinzipiell als große Familie bezeichnen, mit einer starken Heimatbezogenheit und mit einer großen Heimatidentität, mit einem großen Brauchtum in der traditionellen Blasmusik, aber auch mit einem großen Fortschritt im Bereich der Blasorchesterliteratur. Also die Jury setzt sich aus hochkarätigen und erfahrenen Blasmusikern zusammen. Wir haben den Hubert Hoche als Komponisten dabei, Franco Hähnle als Dirigentendozenten vom ASM, den Benjamin Markel als Referatsleiter Literatur, Isabel Ruf-Weber als auch Dirigentin und Dirigentpädagogin und den Bundesdirigenten und Verbandsdirigenten Thomas Hartmann. Also wenn du dich jetzt angesprochen fühlst, diese Herausforderung anzunehmen und eine Komposition von dir im ASM zu präsentieren, dann sei dabei beim ersten Nachwuchskomponistenwettbewerb im Allgäu-Schwäbischen Musikbund.